Das Thema des heutigen Suttenabends ist Leerheit. Und die Idee dazu kam mir, da war ich noch in Thailand, von einem guten Monat. Und als ich zurückkam, stellte ich fest, dass Ajahn Chattamolo schon einen Vortrag während meiner Abwesenheit über Leerheit gehalten hat. Aber ich habe dann das Thema trotzdem beibehalten, weil ich immer gerne über die Dinge spreche, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und das Thema ist mir mal eine Zeit lang halt durch den Kopf gegangen. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen, naja, diesen Mönchen fällt nichts Neues ein. Und dann muss ich euch recht geben, das stimmt. Es fällt uns nichts Neues ein. Und auch unseren Meistern in Thailand oder sonst wo fällt nichts Neues ein. Und selbst Sariputta und Moggallana ist nichts Neues eingefallen, sondern kommt letztendlich alles vom Buddha. Und selbst dem ist es neu eingefallen, aber eigentlich auch Dinge, die als Wahrheit, als Erschlossenheit etwas Neues war, aber als Realität oder als Wirklichkeit immer da ist. Nur eben nicht zur Wahrheit erschlossen. Es gibt eine Lehrrede, wo es heißt, die Dingstehendheit, die Dhammatitata, Dingstehendheit wörtlich übersetzt, oder was im lateinischen Ding heißt Res, also die Realität, und die Dhammaniyamata, die Gesetzmäßigkeit der Dinge oder Naturgesetze oder Sphäre von Ursache und Wirkung, die Wirklichkeit, also Realität und Wirklichkeit, die sind immer da. Und der Buddha, ein Buddha entdeckt die oder er erwacht zu ihnen, wie es in der Lehre da heißt. Deswegen heißt der Buddha auch der Erwachte. Also nichts Neues und auch, sage ich euch ganz ehrlich, zwischen einem Sutta-Vortrag und einem Dhamma-Vortrag ist auch nur ein ganz kleiner Unterschied. Das eine ist Suttas mit Vortrag und das andere ist Vortrag mit Suttas. Also es kommt immer beides vor. Ich weiß nicht, wer bei Ajahn Chattamolos Vortrag über Leerheit da war. Und ich weiß aber, was er gesagt hat, weil ich nämlich die Aufzeichnung auf MP3 gehört habe. Und habe alle Vorträge, die in meiner Abwesenheit gegeben wurden, gehört auf MP3 mit sehr viel Genuss und Freude. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich zwei Gefährten hier habe, die inspirierende und hörenswerte Dhamma-Vorträge geben. Und ich denke, es ist ein Privileg, hier sein zu können. Mit drei Mönchen, die da mal Vorträge geben, auf Deutsch, live. Denn live ist auch noch, also viel der Kommunikation läuft ja so von Herz zu Herz, auch mit Schwingungen, Dinge, auf die man nicht so deuten kann, die man auf jeden Fall nicht als MP3 und auch nicht als Video aufzeichnen kann. Und also ich weiß, was Ajahn Chattamolo über Leerheit gesagt hat und ich will eigentlich das nicht wiederholen und möchte so ein bisschen in die Richtung gehen, zu zeigen, wo und wie Leerheit in der Buddha-Lehre vorkommt, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird. Denn das Wort Leerheit taucht in den Suttas gar nicht so sehr oft auf. Aber sie ist trotzdem da. Das eine, was Ajahn Chattamolo gesagt hat, sind also zwei Kernsätze, die ich jetzt kurz wiederholen möchte. Er sagte, Leerheit ist immer Leerheit von etwas. Leerheit nur so gibt's nicht, sondern Leerheit bedeutet immer leer von etwas. Zu dem Punkt möchte ich dann am Schluss zurückkehren. Und der zweite Kernsatz war, die Dinge sind umgeben von sehr viel Leerheit. Und von dem Punkt möchte ich ausgehen. Die Dinge sind umgeben von sehr viel Leerheit. Was empfinden wir, wenn wir das Wort Leerheit hören oder über Leerheit nachdenken oder mit diesem Konzept, mit diesem Begriff konfrontiert werden? Also was ihr empfindet, weiß ich natürlich nicht, aber was ich empfinde, kann ich euch sagen. Also das ist so eine Mischung, so ein Hin- und Herschwanken zwischen zwei Extremen. Das eine ist so eine gewisse Faszination, so eine gewisse Schönheit, die in dem Wort Leerheit steckt. Und das andere ist so ein bisschen eine Bestürzung. So die Furcht oder die
der Abgrund, der in dem Wort Leerheit steckt. Diese zwei Dinge assoziiere ich mit dem Wort, wenn ich jetzt nicht so das in einem Dhamma-Zusammenhang, sondern rein so emotional auf mich wirken lasse. Schönheit. Ich stelle mir da so vor, so der Astronaut, der durchs Weltall treibt, die Sterne weit auseinander, sehr viel Leerheit dazwischen, der dann da irgendwie verloren ist, aber andererseits auch die Schönheit dieser funkelnden Sterne. Und tatsächlich stellen wir uns mal davor, der ganze Sternenhimmel nachts wäre milchig, hell, weiß. Da wäre irgendwie keine Schönheit da. Und die Schönheit ist irgendwie dadurch, dass da diese einzelnen funkelnden Diamanten sind, von sehr viel Leerheit umgeben. Oder stellen wir uns vor, die Mona Lisa im Louvre hängt an der Wand, ist auch noch effektvoll beleuchtet, ringsum eine leere Wand. Und jetzt das gleiche Bild in der Rumpelkammer bei irgendeinem Antiquitätenhändler. Das würde ganz anders wirken. Oder eine Buddha-Statue. So eine Buddha-Statue, die umgeben ist von Leerheit. Meine ich jetzt nicht nur die weiße Wand, sondern auch alles andere, was eben nicht die Buddha-Statue ist. Die Bäume umrahmt. Das hat eine gewisse Wirkung. Und wenn ihr mal in Thailand in einen Laden geht, wo also die Regale voll mit Buddha-Statuen sind, das hat irgendwie, das spricht dann überhaupt nicht an. Also das, was um die Dinge herum ist, das hat irgendwie einen sehr starken Einfluss auf die Dinge. Und damit haben sich natürlich auch die Philosophen beschäftigt und die Psychologen. In der Gestaltpsychologie zum Beispiel, da spricht man von Figur und Hintergrund und dass die eben in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Und die Philosophen, die Phänomenologen und die Existenzphilosophen, aber auch vorher schon, haben sich damit beschäftigt, die gesagt haben, dass eben die Dinge umgeben sind von sehr viel Leerheit. Und Leerheit bedeutet in dem Zusammenhang das, was die Dinge selbst nicht sind. Stellen wir uns mal vor, die ganze Welt würde aus, sagen wir mal, aus Sand bestehen. Nur Sand, gibt nichts anderes. Dann wäre eigentlich das Wort Sand ziemlich sinnlos, weil es keinen Vergleich gibt. Es gibt nichts, was nicht Sand ist, nur Sand. Die ganze Welt besteht aus Sand. Allerdings wäre es dann wahrscheinlich auch ziemlich sinnlos, noch von Welt zu reden. Die Welt besteht eben aus Dingen und aus dem, was die Dinge nicht sind, aus der Leerheit da umherum. Also einmal Leerheit, das ist das, was die Dinge nicht sind. Schon weit vor den Existenzphilosophen hat einer gesagt, dass was die Dinge nicht sind, also ist eine Verneinung. Das ist die Verneinung der Dinge. Und ich habe mal Sartre gelesen, der hat gesagt, dass diese, was ich jetzt Leerheit genannt habe, ist das Nichts in Bezug auf das Ding. Also jedes Ding ist umgeben von sehr viel Nichts. Und ein anderer Philosoph, Heidegger, der hat dann das aufgegriffen und dann haben die sich dann noch gestritten oder also er hat ihn kritisiert, weil er gesagt hat, da um das Ding ist das Nichts und Heidegger hat gesagt, das Nichts ist nicht, weil es ist ja nichts, aber man kann auch sagen, es ist nicht nicht, also man kann nicht sagen, es ist nicht, sondern er sagte dann, das Nicht nichtet. Also er war ein Weltmeister im Ausweichen, den Problemen aus dem Weg gehen. Also die Leerheit um die Dinge ist einmal die Verneinung von dem Ding selbst, aber wir können auch nicht sagen, dass es Nicht-Existenz ist, weil wenn ich zum Beispiel sage, dieser Raum ist leer von Dalai Lamas und Bhikkhu Bodhis, dann heißt das nicht, dass es Bhikkhu Bodhis und Dalai Lamas nicht gibt. Es gibt also einen Dalai Lama und einen Bhikkhu Bodhi, aber die sind eben nicht hier, dieser Raum ist leer. Also man muss das immer spezifizieren. Also Leerheit, immer Leerheit von etwas. Leerheit, die Verneinung von dem Ding, das es umgibt. Leerheit ist auch die Bedingung dafür, dass es ein Ding gibt. Ohne Leerheit um die Dinge herum würde es die Dinge gar nicht geben. Ich habe das mit dem Sand schon mal ein bisschen angedeutet, aber ein ganz klassisches Beispiel, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Ich habe 5 Minuten gebraucht, das im Internet zu finden. Das ist dieses Bild
von der Vase. Ja. Das alle sehen. Also in der Mitte ist diese Vase. Und jetzt stellt euch mal vor, dieses ganze Bild wäre weiß. Dann würde die Vase gar nicht existieren. Die Vase existiert nur, weil sie umgeben ist von einer schwarzen Fläche, die eben nicht die Vase ist, die die Vase verneint sozusagen. Aber notwendig ist, damit diese Vase da ist. Und die, die das Bild schon kennen, wissen natürlich, dass umgekehrt auch diese schwarzen Flecken zwei Gesichter sind. Also wenn ich die zwei Gesichter als ein Ding betrachte, dann verschwindet die Vase und wird zum Nichts der Gesichter. Das, was die Gesichter nicht sind. Sie wird zur Bedingung für die Gesichter. Oder wenn ich die Vase betrachte, werden die schwarzen Flecken zur Bedingung für die Vase. Also die Leerheit um das Ding herum ist die Bedingung für das Ding. Und jede Bedingung ist immer allgemeiner als das Ding selbst. Also zum Beispiel die Bedingung dafür, dass es uns als Motodaya Ordensgemeinschaft gibt, ist, dass es überhaupt einen buddhistischen Orden gibt. Der buddhistische Orden ist allgemeiner als die Motodaya Ordensgemeinschaft. Wenn es keinen Orden gäbe, gäbe es uns auch nicht als Ordensgemeinschaft von Motodaya. Umgekehrt ist es nicht der Fall. Wenn wir nicht da sind, kratzt den Orden. Ich meine, es ist ein schrecklicher Verlust, weiß ich schon. Aber es kratzt die Ordensgemeinschaft insgesamt nicht. Also so rum. Jetzt haben wir also Eigenschaften von Leerheit aufgezählt. Immer Leerheit von etwas. Es ist eine Verneinung, aber gleichzeitig die Bedingung für das Ding. Sie ist allgemeiner und sie ist nicht nichts. Und dann fällt mir noch was ein, nämlich das Vereinende. Das Allgemeine, die Bedingung ist etwas, was in Richtung Einheit führt. Und jetzt ist da der Anknüpfungspunkt zur buddhistischen Lehre. Also das jetzt war ein bisschen philosophisches und phänomenologisches Vorgeplänkel. Aber wenn ich sage Einheit, dann klingelt es natürlich bei den Leuten, die sich mit der buddhistischen Lehre schon beschäftigt haben. Denn der Buddha hat ja gesagt, meine Lehre ist für den, der sich an Einheit erfreut. Und Einheit ist also der Hintergrund, ist die Leerheit, ist die Bedingung, ist das Vereinende. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Stuhl mir anschaue. Die Umgebung, die umgebende Leerheit von einem Stuhl, der nicht Stuhl hat, ist fast dasselbe wie die Leerheit von einem Tisch. Der einzige Unterschied von der Leerheit eines Tisches, die einen Tisch umgibt, und die Leerheit, die einen Stuhl umgibt, ist jeweils der Stuhl und der Tisch. Also der Stuhl gehört zur Leerheit des Tisches und der Tisch gehört zur Leerheit des Stuhles. Aber ansonsten sind die das Gleiche. Also das, was sie umgibt, ist allgemeiner. Es ist, wie Ajahn Chattamala sagte, sehr viel Leerheit um die Dinge herum. Das Vereinende. Und wir haben vorhin Metta-Sutta rezitiert auf Deutsch. Das Vereinende. Das, was wir in unserer Praxis versuchen, ist in Richtung der Einheit zu gehen. Dass ich meine Liebe nicht dem Christoph und dem Matthias und der Elke zusende, sondern allen Wesen. Und in der Pali-Sprache spiegelt ja oft so die Geisteshaltung wider. Da findet man sehr viele zusammengesetzte Hauptwörter, wo die mit dem Pronomen alle anfangen, sabba, die aber im Singular sind. Sabba, alle, ist natürlich Plural, aber es gibt Wörter, die mit alle anfangen. Zum Beispiel unser Essenssegen, bhavatu sabba mangalam. Das ist Einzahl. Möge der alle Segen entstehen in der Einzahl. Wir können das im Deutschen so ein bisschen nachahmen, indem wir sagen, die Gesamtheit aller Segnungen, um wieder eine Einzahl zu machen. Aber da ist eben alle als etwas Allgemeines, als ein Ding dargestellt. Und das ist genau das, was wir mit Metta versuchen. Wir versuchen nicht, diese oder jene Person uns rauszupicken, sondern wir versuchen alle Wesen. Nicht tausend, nicht zehntausend, nicht Millionen, sondern alle als ein Ding. Daher habe ich vorhin gesagt, wir versuchen unser Metta nicht in eine bestimmte Richtung auf jemand Bestimmtes zu lenken, sondern einfach so weit wir können abzustrahlen, nach außen abzugeben.
Also wir können sagen, Metta zu praktizieren ist eine Hinwendung zur Leerheit zu praktizieren. Hin zum Allgemeinen, weg vom Trennenden. Das, je mehr wir in die andere Richtung gehen, zu den 10.000 Dingen hin, zu den speziellen, zu den spezifischen Dingen hin, desto mehr müssen wir Unterscheidungen treffen, desto mehr müssen wir abgrenzen. Und das ist natürlich eine Quelle von Konflikt, Abgrenzung. Und die andere Richtung, die der Buddha Abstieg in die Leerheit genannt hat, in unserem Erleben zu immer allgemeineren Kategorien hinwenden, das ist der Weg zum Frieden, zur Konfliktfreiheit. Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, von aus unserer Lehrrede was zu zitieren. Ach ja, ich habe hier noch einen Punkt, der etwas, was dieser Denkweise von Dingen und der sie umgebenden Leerheit widerspricht, ist die Philosophie des Positivismus oder der Logik. Die Logik spricht nicht von Dingen, die im Hintergrund, sondern sie spricht von Fakten. Sie spricht nur von für sich isoliert dastehenden Dingen, könnte man sagen. Im Deutschen haben wir diese schöne, da steckt die Weisheit drin, ein Ding ist etwas, was bedingt ist, was von Bedingungen abhängig ist. Da steckt dieser Zusammenhang schon drin. Aber es gibt einer der Begründer des logischen Positivismus, Wittgenstein, der sein Buch fängt an mit dem Satz, die Welt ist alles, was der Fall ist, faktisch ist, ohne Beziehung zueinander. Er heißt natürlich nicht Wittgenstein, aber er heißt Wittgenstein, Lucky aus München, aber er ist eigentlich erst in England so richtig bekannt geworden. In Mitteleuropa steht man mehr auf die Existenzialisten, Heidegger, Sartre, Marcel, bis hin zu den Schriftstellern Kafka und so weiter, da macht man sich mehr so Gedanken um diese Zusammenhänge. Und das schlägt sich auch in der Sprache ziemlich nieder, aber das ist ein anderes Thema, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Die umgekehrte Richtung, nicht Abstieg in die Leerheit, sondern Verzweigen in die 10.000 Dinge, das heißt in der Buddha-Lehre Papancha. Konzeptuelles Ausufern, sich Vorstellungen machen, verzweigen. Ich glaube, in der Devi-Szene sagt man Weltausbreitung. Oder ist das von Hecker? Also das finde ich auch einen sehr schönen, anschaulichen Begriff, eben Weltausbreitung. Eben von einer Wahrnehmung ausgehend, sich dann eben verzweigen in 1.000 Vorstellungen und Ideen. Und die Erschließung unserer Realität, das, was wir Wahrheit nennen können, ist eigentlich immer allgemeiner als die Realität selbst. Und insofern wundert es nicht, dass der Buddha sagt, es spielt überhaupt keine Rolle, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, was wir betrachten, sondern es kommt darauf an, wie wir es betrachten. Und das steht gleich in der allerersten Lehrrede in der mittleren Sammlung drin. Das ist ein ziemlich harter Tobak, da müsste man eigentlich jetzt ein Wochenendseminar dazu machen. Ich will es euch aber trotzdem kurz anreißen. Ein nicht unterrichteter Weltling nimmt Erdelement als Erdelement wahr. Nachdem er Erdelement als Erdelement wahrgenommen hat, stellt er sich Erdelement vor. Er macht sich Vorstellungen im Erdelement. Er macht sich Vorstellungen vom Erdelement ausgehend. Er stellt sich vor, Erdelement ist mein. Er ergötzt sich am Erdelement. Ergötzen bedeutet, es herannehmen als Beweis dafür, dass er, als er der Erlebende dieses Erdelementes existiert. Und dieses Vorstellungen machen, ausgehend machen, sich vorstellen, es ist mein, dieses Vereinnahmen, ist eben genau dieses Verzweigen in die 10.000 Dinge. Das ist das Papancha, das ist Ausbreiten der Welt. Und der Buddha hat gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob er sich jetzt Erdelement vorstellt oder Wasserelement, Feuer, Windelement, die Lebewesen, die Himmelswesen, die verschiedenen meditativen Bereiche, das Gesehene, Gehörte, Empfundene, Erfahrene, Einheit, Vielfalt oder alles und sogar Nibbana, sondern es kommt darauf an, wie er sich diesen Dingen zuwendet. Ob er es auf sich selbst als Person bezieht oder
Dann wie einer in höherer Schulung. Da kommt genau dieselbe Liste von Objekten wieder, von Dingen wieder. Nur der in höherer Schulung weiß, er macht sich zwar noch Vorstellungen, aber er weiß, das ist verkehrt. Er sollte sich keine Vorstellungen machen. Und dann erst der Arahant, der völlig Befreite, mit vernichteten Trieben, der getan hat, was getan werden musste, die Bürde abgelegt, das wahre Ziel erreicht, die Fesseln des Daseins zerstört und vollständig befreit, erkennt Erdelement unmittelbar und er macht sich keine Vorstellungen mehr. Für ihn ist Ende der Vorstellung angekommen. Also diese Weltausbreitung, diese Verzweigung in die 10.000 Dinge, diese Hinwendung zum immer mehr Bedingten, diese Versklavung, möchte ich fast sagen, ist genau das Gegenteil von dem, was der Buddha als Dhamma-Praxis empfiehlt. Dieses Abwenden, dieses Vereinfachen. Wir Mönche, wir vereinfachen selbst unseren Lebensstil. Die Quelle für all diese Weltausbreitung oder diese Weltausbreitung selber ist die Quelle von Konflikt. Das kommt in der Lehrrede der Honigkuchen vor. Das ist auch ein ziemlicher, eine geballte Ladung, kommt jetzt wieder. Also da kam einer und hat den Buddha provozieren wollen, hat gesagt, und was lehrst du so? Wollte ein Streitgespräch mit ihm anfangen und der Buddha hat geantwortet, ich verkünde eine Lehre, nach der man mit niemand in der Welt streitet. In der Welt solch eine Lehre, nach der Wahrnehmung einem nicht mehr zugrunde liegen, der ohne Bindung an Sinnesvergnügen verweilt, ohne Verwirrung des Kummers entledigt, frei von Begehren nach jeglicher Art von Dasein. Und der da Streit gesucht hatte, konnte damit überhaupt nichts anfangen, ist dann einfach gegangen, war ein bisschen frustriert, weil er gedacht hat, jetzt gibt es ein bisschen Anregung durch ein bisschen Zoff und so, ein bisschen stumpf machen, aber hat einfach nicht geklappt. Und dann hat der Buddha seinen Mönchen das erzählt hinterher, diese Begebenheit, und dann hat einer gefragt, ja, was ist denn das für eine Lehre, nachdem man mit niemandem in der Welt streitet? Und der Buddha sagte dann, was die Quelle anbelangt, durch welche die Konzepte, die von begrifflichem Ausufern geprägt sind, einen Mann bedrängen. Wenn dort nichts gefunden wird, woran man sich ergötzen könnte, was man willkommen heißen könnte, woran man sich festhalten könnte, das ist das Ende der Neigung zur Begierde. Abneigung, Ansichten, Zweifel, Ende von Dünkel, Begierde nach Werden, Neigung zur Unwissenheit und das ist das Ende des Gebrauchs von Knüppel und Waffe, von Streit, Zank, Zeit, Streitgesprächen, Anschuldigung, Gehässigkeit und falscher Rede. Also er bringt da den Zusammenhang von Konflikt mit unseren Mitmenschen und eben dieser Ausuferung, diese Begriffe, Konzepte, die von begrifflichem Ausufern geprägt sind. Die Mönche haben es dann immer noch nicht verstanden und haben dann den Mahakachana hinterher gefragt, ja, was hat er denn jetzt damit gemeint? Und der Kachana hat dann gesagt, ja, es ist unser gesamtes Sinneserleben, unsere Anhaftung an den Sinnen, die eben zu diesen Ausufern in Sachen Konzepten führen, zu dieser Verzweigung, zu dieser Antileerheit und die dann die Quelle von Konflikt sind. Knüppel, Zank und so weiter. Sinnesvergnügen wurden bereits erwähnt. Wir haben im Pali eigentlich kein Wort für Sinne in dem Sinn. Es gibt da unterschiedliche Begriffe, aber es gibt kein Wort, was so ein Allround-Begriff ist wie das deutsche Wort Sinne. Und das liegt einfach daran, dass vermutlich in der damaligen Zeit meditatives Erleben, was jenseits unseres normalen Erlebens geht, weiter verbreitet war und dass man da feiner differenzieren musste. Aber wir haben jetzt Sinnesvergnügen und damit ist gemeint das Vergnügen, was eben von der Verzweigung, von der Antileerheit herkommt. Von Stuhl und Tisch, Dalai Lama und Bhikkhu Bodhi, Sand und Wasser. Der Meeresfisch kennt Wasser nicht, zu nah ist ihm sein Element. Dem Weltling auch fehlt Übersicht, weil Geistestrübung er nicht kennt. Weil man braucht den Vergleich, man braucht die Leerheit außerhalb. Erst wenn der Fisch am Trocknen ringt, weiß er was, was er vorher war. Wenn Trübung man zur Pause zwingt durch Geistessammlung, sieht man klar. Man muss immer den Hintergrund haben, um das Ding richtig erkennen zu können, beurteilen zu können.
Aber Sinnesvergnügen, das ist die andere Richtung. Das ist das, wir versprechen uns etwas davon. Ein Autor hat es genannt, Intensität des Erlebens. Das Spannungsgefälle zwischen hier und da, Stuhl und Tisch, Buddha-Statue und Baum. Also ständig auf der Suche sein, ständig das Wort Karma bezeichnet diese Sphäre. Und Karma bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt wünschen. Ständig auf der Suche sein, ständig definieren müssen, abgrenzen müssen. Und dass das natürlich eine Quelle von Konflikt ist, könnt ihr euch nach dem bisher Gesagten wahrscheinlich vorstellen. Und so finden wir in der 13. Lehrrede der mittleren Sammlung die längere Lehrrede über die Masse von Dukkha, von Leiden, mit Sinnesvergnügen als Ursache, als Quelle, als Grundlage, weil die Ursache davon schlicht Sinnesvergnügen sind, nehmen Männer Schwerter und Schilde zur Hand, rüsten sich mit Bogen und Köchern, bestürmen glatte Festungsmauern mit fliegenden Pfeilen und Speeren und blitzenden Schwertern. Und dort werden sie von Pfeilen und Speeren verwundet und mit siedenden Flüssigkeiten begossen und unter schweren Gewichten zermalmt, und die Köpfe werden ihnen mit Schwertern abgeschlagen, wodurch sie sich den Tod oder tödliches Leid zuziehen. Auch dies ist eine Gefahr im Fall der Sinnesvergnügen. Und das ist eine Gefahr, die bei dem umgekehrten Weg der Konfliktfreiheit, der Abwendung eben nicht gegeben ist. Vielleicht sollte ich noch eine aus der längeren Sammlung zitieren in der Übersetzung von Fritz Schäfer. Hat mir der Remo heute gesagt, dass er die übersetzt, auch übersetzt hat, um darzustellen, dass diese Konflikte bereits in unserem gesamten Erleben, das durch Unwissenheit infiziert ist, durch Begehren bereits drinsteckt. Also nicht nur dadurch, dass wir unser Vergnügen in Autos, in Essen, Sex, Internet, Reisen, Häuser suchen, sondern dass das bereits in unserem gesamten Erleben drinsteckt. Gefühl, das entsteht durch Augensinnberührung, Ohrsinnberührung, Nasensinnberührung, Zungensinnberührung, Körpersinnberührung, Geistsinnberührung, also jegliches Gefühl dieser Art, bedingt Durst oder Begehren. Durch Durst bedingt ist Suchen. Suchen bedingt Erlangen. Erlangen bedingt Untersuchen. Untersuchen bedingt Willensreiz. Willensreiz bedingt Anklammern. Anklammern bedingt sich zu eigen machen. Sich zu eigen machen bedingt Engherzigkeit. Engherzigkeit bedingt schützend abriegeln. Aus dem Mühen um schützendes Abriegeln gehen Stockgebrauch, Schwertgebrauch, Zank, Streit, Hader, Hintertragen, trügerisches Reden und mancherlei üble Dinge hervor. Also wiederum. Nun haben wir allerdings keine Wahl. Wir können Begehren und Gefühl nicht einfach abschalten per Beschluss. Was wir aber tun können, ist unsere Reaktion auf diese Auswirkungen in der Gesellschaft, dieses haben müssen, anderen nicht gönnen, beschützen, dass wir das mal kritisch hinterfragen und eben in die andere Richtung gehen. Großzügigkeit üben, ethisches Verhalten üben, anderen nicht schaden und eben Metta ausstrahlen, anderen liebende Güte zukommen lassen. Die Zuwendung zur Leerheit, die Abwendung von der Vielheit, von der Weltausbreitung. Diese Leerheit um die Dinge herum, die ist so allgemein und, wie ich sagte, schon Bedingung für die Dinge selbst, dass zum Beispiel im Mahayana so eine Idee entwickelt wurde, dass die Leerheit so eine Art Urquell, eine Art Urgrund ist, aus dem die 10.000 Dinge entstehen. Aber da ist natürlich eine gewisse Problematik mit verbunden, weil man da eine absolute, eine endgültige, eine allerleerste Leerheit fordern oder postulieren müsste. Aber da komme ich dann am Schluss nochmal zurück. Jetzt wollte ich mal kurz darauf ansprechen, ja, wie macht man das jetzt außer liebender Güte, dieser Abstieg in die Leerheit, diese Abwendung? Wie ich vorhin schon sagte, man kann
sich selbst an Einheit und an meditativen Zuständen, die falsch anpacken, indem man sie auf sich selbst bezieht. Also da ist jetzt schon eine kleine Wendung drin. Also es geht über das Spielfeld der Welt hinaus, sondern wie wir uns zu diesem Spielfeld einstellen, ist der wichtige Punkt. Es gibt da eine Lehrrede, die aufzeigt einen Praxiskoan, der zur Zeit des Buddha recht populär war. Ananda, der Aufwarter, der Assistent des Buddha, fragt den Buddha, also da gibt's Leute, die so üben. Wäre es nicht, so wäre es nicht mein. Es wird nicht werden und es wird nicht mein werden. Was existiert, was geworden ist, das überwinde ich. So gewinnt er Gleichmut. Ehrwürdiger Herr, erlangt solch ein praktizierender Nirvana? Und der Buddha sagt, es kommt drauf an. Denn dieser Praxiskoan, den ich gesagt habe, der muss also zur Zeit des Buddha recht verbreitet gewesen sein, der kommt in mehreren Lehrreden, wird er zitiert, es stammt nicht vom Buddha selbst, sondern der nimmt dann Stellung dazu und gibt ihm eine neue Wendung, indem er sagt, ja, kann sein, dass er hilft, aber es kommt eigentlich auf was anderes an. Also die Leute, die es so praktiziert haben, die haben schon erkannt, dass die in den 10.000 Dingen irgendwas faul ist. Dass es nichts bringt, Besitz hinterher zu rennen. Und also, was geworden ist, das überwinde ich. Und gewinne es auf diese Art Gleichmut diesen Dingen gegenüber. Na, da lebt einer so als Reisfarmer und sagt, naja, hier mein Haus muss ich ständig flicken, dass der nicht reinregnet. Es ist mein, es ist mein Problem, also überwinde ich das. Und naja, meine Frau, das ist auch nur Stress, also zieht mich hinaus in die Hauslosigkeit. Jetzt im nächsten Schritt werdet ihr wahrscheinlich schon merken, dass das nicht unsere Praxis ist. Klamotten muss man ständig waschen, muss man ständig flicken. Also geht er nackt rum, vielleicht mit einem Lendenschutz. Ne? Also ihr seht schon, das ist nicht unsere Praxis. Wir haben also unsere Boben. Nächster Schritt, rasieren, Fingernägel schneiden. Brauche ich auch jede Menge Equipment dazu. Also Haare lang wachsen lassen, Fingernägel lang wachsen lassen. Essen, ständig Essenssuche, auch nichts, das überwinde ich, schmeiße ich alles weg. Fastenkur. Und es gibt tatsächlich auch heute noch in Indien Leute, die so praktizieren. Die nächste Stufe, Sinnesvergnügen. Taugt alles nichts, alles mein, mache ich immer noch mein. Also gehe ich dann in die meditativen Vertiefungen. Überwinde die Sinnesvergnügen. Und das geht dann bis hin zu den tiefsten meditativen Vertiefungen am Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Und dann sagt der Ananda, also wenn man an dem anhaftet, das ist doch wirklich das beste Objekt der Anhaftung, was man überhaupt finden kann. Und der Buddha sagt dann, ja, das ist das beste Objekt der Anhaftung. Da ist immer noch die Anhaftung da. Selbst am Gleichmut kann man noch anhaften. Selbst den Gleichmut kann ich noch verwenden zur Weltausbreitung, zur Inbezugsetzung zu dem der Gleichmut gehört. Das haben zum Beispiel die Gruba Ajahns klar erkannt. Also Gruba Ajahns sind die Meister der thailändischen Waldtradition, dass man auch am Heilsamen noch verzweigen kann. Also die haben immer vom Verzweigen des Herzens gesprochen. Da lese ich jetzt mal kurz was von Ajahn Mann vor, der was dazu gesagt hat, wie man eben selbst an den positiven Geistesqualitäten noch verzweigen kann und dann wieder das Thema Konflikt aufkommt. Der niedere Makelsbefund ist fünffacher Strang der Sinneslust. Erhabener Leidensgrund ist der Drang nach bewusster Erweiterung, wenn höheres Sein in Jhana reift. Wenn man im alten Verhaltensmuster danach greift, wird sich das Denken im Gestalten versenken, auf lange Zeit als Gewohnheit. Das kann dem Weg zum Heil, zum Erheben, eine Wendung zum Gegenteil, zur Verblendung geben, zur Verzweigung in grobe Äste der Neigung, zu innerer Wucherung, gar nicht peinlich berührt. Fasziniert, absorbiert, verführt vom Sinnesobjekt, verliert man sich ganz und gar und schreckt vor keiner Gefahr. Und was da an Fehlern in anderen steckt, wird genossen, überheblich.
Doch was befleckt an eigenen Fehlern gesprossen, wird nicht entdeckt. Vergeblich die Sünden der anderen zu suchen, zu finden, wie groß auch ihre Zahlen, denn nicht uns stürzen sie in Qualen von Höllenschlünden. Die eigenen Schwächen sind zu verfluchen, zu beklagen, sogar die minimalen. Sie kommen zum Tragen, sie rächen sich kurz danach im Höllensturz millionenfach. Also, nochmal rekapitulieren, es geht nicht um die Dinge selbst, sondern es geht um die Richtung, in der wir uns diesen Dingen nähern. Geht es in Richtung Aneignung, Verzweigen, oder geht es in Richtung Loslassen, Verallgemeinerung, geht es in Richtung Einheit. Und ich habe vorhin schon Reisen erwähnt als ein etwas, woran man eben sich verzweigen kann. Und dann könntet ihr ja sagen, naja, der Mettico hat leicht reden, der kommt jetzt gerade 4 Monate in Thailand gewesen und so. Kommt erst gerade von der Reise zurück. Was soll das dann in Praxis der Leerheit sein? Aber ich möchte dann zu meiner Verteidigung anführen, dass ich da eben auf Tudong unterwegs war und bis auf einen Tag alleine, also immer mit mir selbst beschäftigt, geschwiegen, nach innen geblickt, 2-mal eine Woche in einer Höhle verbracht, mit ganz wenig Sinnesreizen, mit ganz viel Abwendung und in die andere Richtung gehen und dann natürlich 500 Kilometer durch den Wald gelaufen. Wald. Heute Wald, morgen Wald, den ganzen Tag Wald, soweit das Auge blickt, Wald. Und diejenigen, die ihre Suttas gelesen haben, werden jetzt sagen, aha, Wald, das Stichwort. Und genau jetzt kommen wir sozusagen zum Finale der Lehrrede über Leerheit. Die kürzere Lehrrede über Leerheit. Lese ich mal einen ganzen Paragraphen vor. Ananda, so wie dieser Palast von Migaras Mutter leer von Elefanten, Vieh, Hengsten und Stuten ist, leer von Gold und Silber, leer von einer Zusammenkunft von Männern und Frauen und nur diese Nicht-Leerheit gegenwärtig ist, nämlich die Singularität oder Einheit, die von der Sangha der Bhikkhus abhängt. Genauso achtet da ein Übender, indem er nicht auf die Wahrnehmung Dorf achtet, nicht auf die Wahrnehmung Menschen achtet, nur auf die Singularität, die von der Wahrnehmung Wald abhängt. Sein Geist dringt in jene Wahrnehmung ein, Wald, und erlangt Zuversicht, Beständigkeit und Entschlossenheit. Er versteht so, was immer es an Störungen geben mag, die von der Wahrnehmung Dorf abhängen, jene sind hier nicht gegenwärtig. Was immer es an Störungen geben mag, die von der Wahrnehmung Menschen abhängen, jene sind hier nicht gegenwärtig. Es ist nur dieses Ausmaß an Störung gegenwärtig, nämlich die Singularität, die von der Wahrnehmung Wald abhängt. Er versteht, dieses Feld der Wahrnehmung ist leer von der Wahrnehmung Dorf. Dieses Feld der Wahrnehmung ist leer von der Wahrnehmung Menschen. Es ist nur diese Nicht-Leerheit gegenwärtig, nämlich die Singularität, die von der Wahrnehmung Wald abhängt. Somit betrachtet er es als leer von dem, was nicht vorhanden ist. Was aber das Restliche anbelangt, so versteht er das, was gegenwärtig ist, folgendermaßen. Dies ist gegenwärtig. Somit, Ananda, ist dies sein echtes, unverzerrtes, reines Hinabsteigen in die Leerheit. Ich werde das jetzt noch ein bisschen mit eigenen Worten wiederholen, weil das ja noch eine sehr kompakte, sehr spezielle Sprache ist. Also jemand, der im Wald lebt, macht den ersten Schritt zum Hinabsteigen in die Leerheit. Warum? Weil das Dorf mit seinen 10.000 Dingen, mit seinen Elefanten, Vieh, Hengsten, Stuten, Gold und Silber, Männer und Frauen eben leer ist. Und Wald ist Wald. Also da, wenn ich in der Stadt bin und aus dem Wald komme, dann merke ich immer so diese Weltausbreitung. Leuchtreklamen, Schilder hier und da, überall gibt's was zu lesen. Lesen ist auch ganz schlecht. Also, um den Geist zu entleeren, meine ich natürlich. Also ich käme nie auf die Idee, mir ein Schild an einen Baum zu nageln, wo drauf steht, achtsam sein. Gibt's in vielen Klöstern, hängen Dammersprüche an Bäumen. Wald ist Wald, da hängt man kein Etikett mehr dran. Am Anfang versucht man noch zu unterscheiden, ja, was ist jetzt das für ein Baum? Ist das eine Birke oder ist das eine Buche? Aber je länger man dann im Wald ist, desto ruhiger wird der Geist. Er nimmt dann einfach nur noch Wald wahr.
Was ist die erste Stufe des Hinabsteigens in die Leerheit, der Verallgemeinerung, des zur Ruhe kommen? Und dann die nächste Stufe ist von Wald, noch allgemeiner, Erdelement, Erde. Und das ist dann gleichbedeutend mit der ersten Vertiefung. Es ist ein Objekt, das zur Einspitzigkeit des Geistes taugt. Mit Wald ist volle Vertiefung Jhana wahrscheinlich nicht möglich als Meditationsobjekt, aber mit Erdelement als Meditationsobjekt ist es möglich. Und was ist denn die meditative Vertiefung? Die erste Vertiefung ist die Leerheit um die Sinnesphäre. Es ist ein allgemeineres Erleben. Es ist die Verneinung des Hier und Da, Stuhl und Tisch, Sand und Wasser, Rot und Blau. Es ist eine Einheit. Aber selbst da ist noch eine Störung da. Es ist eine Begrenzung da. Die Begrenzung durch eine Qualität. Und diese Qualität hört auf in den formlosen Bereichen. Raumunendlichkeit, Bewusstseinsunendlichkeit. Also wie gesagt, ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Also diese Dinge sind weit jenseits meiner Fähigkeiten. Aber das ist so, wie diese Lehrrede weitergeht. Und was ist dann die letzte Stufe? Die letzte Stufe ist, indem er nicht auf die Wahrnehmung des Gebietes der Nichtzeit achtet, nicht auf die Wahrnehmung des Gebietes von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, das sind die höchsten meditativen Gebiete, so achtet er auf die Singularität, die von der merkmallosen Konzentration des Herzens abhängt. Sein Geist dringt in jene merkmallose Konzentration des Herzens ein, erlangt Zuversicht, Beständigkeit und Entschlossenheit. Er versteht, diese merkmallose Konzentration des Herzens ist produziert und willentlich herbeigeführt. Aber was auch immer produziert und willentlich herbeigeführt ist, ist vergänglich, dem Aufhören unterworfen. Wenn er so weiß und sieht, ist sein Geist vom Sinnestrieb befreit, vom Werdenstrieb und von Unwissenheitstrieb befreit. Es kommt das Wissen, er ist befreit. Geburt ist zu Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt, getan, was getan werden musste, es gibt mir darüber hinaus nichts mehr. Das heißt, sein Geist ist leer von diesen drei Dingen, die den nicht erwachten Geist ausmachen. Sinnestrieb, Werdenstrieb und Unwissenheitstrieb. Er ist befreit von dem Zwang, sein Erleben auf eine Person beziehen zu müssen. Er hat diese Illusion durchschaut. Falls Leute philosophisch geneigt anwesend sind und sagen, naja, der Hintergrund hinter allem Erleben ist aber doch das Ich. Also ist das Ich doch die größte Leerheit hinter allem Erleben. Aber das ist genau der springende Punkt, wo der Buddha gesagt hat, nee, es ist genau umgekehrt. Dieses Ich ist bedingt von unserem Erleben. Dadurch, dass ich die Dinge mein mache, entsteht der Besitzer, nicht umgekehrt. Wir empfinden es so, dieser Wecker gehört mir, weil ich als der Besitzer da bin. Wenn ich den Wecker nicht hätte, wäre ich immer noch da, dann würde ich mir halt was anderes suchen. Aber der Buddha sagt, nee, es ist genau umgekehrt. Die Vorstellung des Besitzers entsteht durch den Besitz. Das ist der. Dieses Hinwenden zur Leerheit ist also ein Pfad des Loslassens. Letztendlich zur Leerheit von einem Selbst. Und von leer von einem, was einem Selbst gehört. Das ist die höchste Leerheit. Aber dieses Loslassen ist eben, wie ich schon mehrmals angedeutet habe, mit der Lehrrede im 1, ist eine Frage der Einstellung. Es ist nicht das Problem der Dinge. Nicht die Frau, nicht die Hütte, nicht die Sinnesobjekte sind das Problem, sondern diese Vereinnahmung eben, dieses Meinmachen ist das Problem. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch sagen, dass es eben nichts bringt, eben zu versuchen, diese Dinge zu zerstören. Es gibt ja auch eine philosophische Richtung im Buddhismus, die versucht, auf dialektische Weise eben Konzepte zu zerstören. Die Konzepte, wissen wir, ist das Problem, wenn man sich in diese Konzepte verzweigt. Aber vielleicht habt ihr das mal gesehen, es gibt eine Gruppe bei den Tibetern, die das praktiziert. Da sitzt einer da und der andere, der
sagt dann irgendwas auf Tibetisch zu dir, macht das so, ne? Das hast du bestimmt schon mal im Film gesehen. Das ist also die Form der Annäherung an Leerheit durch Dialektik. Ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, das hatte fast so viele Seiten wie das von Sartre über das Sein und das Nichts. Das hieß Meditation on Emptiness, das hat also diese Philosophie ganz genau erklärt. Hinterher habe ich mich fürchterlich geärgert, was bei Sartre nicht der Fall war. Das Buch habe ich also mit Genuss gelesen, aber dieses andere Buch habe ich mich hinterher sehr geärgert, habe mich gefragt, was soll das überhaupt? Also da wird eben versucht zu erklären, dass die Dinge weder existieren, noch nicht existieren, noch nicht existieren und auch nicht beides und auch nicht weder noch. Also diese vier Dinge werden da ausgeschlossen, aus sich selbst heraus existieren. Das heißt, sie sind von Bedingungen abhängig. Dem können wir natürlich frohen Herzens zustimmen, dass die alle Dinge um uns herum von Bedingungen abhängig sind, dass sie leer von Eigenexistenz sind. Aber was soll's? Nicht die Dinge sind das Problem, sondern unsere Anhaftung ist das Problem, unsere Vereinnahmung, das Selbst, das sich durch diese Dinge konstruiert, ist das Problem. Aber das wird natürlich auf dialektischen Wege nicht angetastet. Durch Logik kann man das nicht knacken. Es gibt da diese eine Lehre, die Ajahn Chattamoloba seinem Vortrag auch mal kurz angesprochen hat, von dem Wanderasketen Diganaka, der zum Buddha gesagt hat, alle Vorstellungen oder alle Ideen, alle Ansichten sind für mich nicht akzeptabel. Lehne ich ab. Und der Buddha hat nur gesagt, ja, aber diese Ansicht lehnst du nicht ab, oder? Also man kann auf diesem Weg das Problem nicht aus der Welt schaffen. Abgesehen davon, dass es natürlich auch ein bisschen unter Umständen zu ethischen Problemen führen kann. Ich kann mich erinnern, als ich neu war im Buddhismus, habe ich einen Meditationsretreat gemacht in Nepal, in einem tibetischen Zentrum, und als ich als Frischling hing, also wie gebannt an den Lippen derer, die schon alte Hasen waren und die dann so immer diskutiert haben in den Pausen über Leerheit und so weiter. Ja, der Bodhisattva ab der 10. Stufe, der realisiert Leerheit, und der Dalai Lama, der hat es schon mit 12 geschafft und solche. Da kann man sich ganz schön verstricken in solchen Spekulationen und solchen Spielchen. Und sich natürlich auch herrlich drüber streiten. Und das ist genau das Gegenteil des Abstiegs in die Leerheit. Ja, jetzt bin ich ganz leer. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Sag doch mal was zum Zusammenhang zwischen Leerheit und Gleichmut. Im Sinne der letzten Lehre im mittleren Sangha. All that is conditioned, grows dependently, arisen. This is peaceful, this is sublime, that is equanimity. Fällt mir jetzt natürlich ein. Ja, das kommt ja einmal bei den Krupa Ajahns so oft vor, Lungta Mahabua, der sagt ja auch, dass der letzte Hindernis ist so das Ergötzen am eigenen Gleichmut, Ergötzen an der eigenen Kraft, an dem leuchtenden, alldurchdringenden Power, die der Geist hat, der all die Anhaftungen vernichten kann, das Leid darin sieht. Nur eben diese eine Anhaftung, nämlich an der eigenen Power, das Ergötzen an Dhamma, könnte man sagen, als der letzte Stolperstein. Oder auch in Dhatavibhanga Sutta im 140, da kommt es ja auch drin vor, eben, wo die verschiedenen Erscheinungsmodi der Welt besprochen werden und eben die Abwendung davon, der Gleichmut bleibt als letztes übrig. Gleichmut, der strahlende. Ich meinte eigentlich so als geschicktes Mittel, um zur Leerheit zu kommen, Gleichmut zu benutzen. Ne? Weil so verstehe ich halt die letzte, also all das ist bedingt, zusammengesetzt, grob. Ne? Also die Vorstellung, dass diese ganze Ausbreitung, alles was in dieser Ausbreitung entsteht, ist bedingt,
zusammengesetzt, grob geartet. Und dann dieser Gegensatz, dieses Gegenstück, das ist friedvoll, das ist erhaben, das ist jeweils Gleichmut. Das heißt, das ist der Schritt, um zu erkennen, um die Bedingtheit der Dinge zu erkennen, die Grobheit und die Abhängigkeiten, die Zwänge, all diese Dinge zu erkennen. Ja. Und wenn man sein Augenmerk darauf richtet, dann löst sich der Geist davon und geht zum Gleichmut. Und im Gleichmut ist halt eben dieses Allgemeine oder diese Ruhe, dieses Erhabene dann erhalten. Ja, ist eben wichtig, verschiedene Erlebensmodi zu haben, um wirklich das Prinzip zu erkennen. Denn wenn ich sage, der Tisch ist die Leerheit vom Stuhl und der Stuhl ist die Leerheit vom Tisch, dann sind wir immer noch in dem gleichen Spielfeld. Also immer noch im Bereich der Sinne. Wir haben da noch keinen richtigen Schritt in der Erlebensqualität getan, sondern das ist so eine relative austauschbare Leerheit, so wie dieses Bild. Ja, wenn ich das eine anschaue, ist das andere leer, wenn ich das andere anschaue, ist das eine leer. Aber im Prinzip bewegt sich alles auf dem gleichen Blatt Papier. Und dann erst, wenn ich mich von der Sinnesphäre abwende und sage, dies hier ist grob, dies ist gestaltet, dies führt in Stress, dies ist ein Stachel, ein Geschwür und so weiter. Und das andere zum Vergleich ist das Erhabene. Dann habe ich eben eine viel allgemeinere Erlebensqualität erreicht. Und was ich vorhin nicht gesagt habe, ist, dass das Allgemeine immer außerhalb der Zeit steht im Vergleich zum Speziellen, extratemporal ist. Und das ist etwas, was man in der Meditation unmittelbar erleben kann. Also wenn der Geist Sammlung erlangt, ist das Zeitempfinden ein völlig anderes. Da vergeht eine Stunde im Nu. Man weiß aber trotzdem genau, wie spät es ist. Also dieser merkwürdige Phänomen tritt da auf. Also dass da eine völlig andere Erlebensqualität erreicht wird. Aber von dieser Stufe dann, also erste Vertiefung hat noch diese Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt, also immer noch eine Bewegung, noch eine gewisse Unruhe. Und die wiederum kann als grob betrachtet werden, mit entsprechender Weisheit natürlich, als Stachel, als Geschwür, wie es in einer Lehrrede heißt. Und ja, jeder, der nur ein bisschen die süßen Früchte von Samadhi gekostet hat, kann sich vorstellen, dass da schon sehr viel Weisheit dazu gehört, zu sagen, ja, das ist ein Geschwür. Dieses grob und gestaltet. Aber das ist genau die Abwendung, die dann eben stattfinden kann. Das Gestaltete. Eben diese schrittweise Abwendung. Ja. Ne? Das ist halt eben, was man in der Lehre da rauskommt. Und halt Schritt für Schritt. Man fängt eben da an, wo man ist. Mitten in der Stadt und immer weiter. Ja. Und dann gehen wir eben hin. Im Wald, genau. Und dann in die erste Vertiefung, zweite Vertiefung. Aber man kann eigentlich bereits, so wird es gesagt, wenn der erste Schritt von der Sinneswelt weg ist, wenn dieser erste Hintergrund zum Erleben erfahrbar ist, Befreiung erlangen, weil man dann eben schon sehen kann, dies ist das Grobe und es gibt ein Entkommen jenseits davon. Aber ohne die Weisheit, ohne diese Kontemplation, die Ajahn Chattopadhyay gerade angesprochen hat, kann man eben auch noch im Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, was also ich mir nicht mal vorstellen kann, wie toll das ist, kann man immer noch anhaften und sagen, dies ist mein. Wenn ich es eben nicht als grob und gestaltet betrachte. Und dann ist das höchste Objekt der Anhaftung. Und der Buddha sagt, ja. Deswegen, Leute, die so praktizieren, einige davon erlangen Nirvana, andere nicht. Je nachdem, wie sie das Problem anpacken. Wenn sie das Problem in der Welt suchen, ist es nicht zu lösen, wenn sie das Problem bei sich selber, ihrer eigenen Einstellung zur Welt sehen, ist das Problem zu lösen. Kann ich dazu mal eine Frage stellen? Na klar. Vorhin wurde ja gesagt, die Leerheit ist das zwischen den Dingen. Ne? Was um die Dinge herum. Um die Dinge herum. Mhm. Und dann wurde gesagt, in den Wald gehen macht man um die Dinge, um sich der Vielfalt zu entledigen, um also das zu vereinfachen, alles um die Leerheit sozusagen dadurch zu erfahren. Aber ist es nicht auch so, dass die Leerheit auch in den Dingen ist? Und wäre es dann, wenn das so ist, nicht auch möglich, in der Vielfalt die Leerheit sozusagen zu erfahren,
ist natürlich ungleich schwerer, das will ich nicht in Frage stellen, aber grundsätzlich wäre das möglich, sozusagen vielleicht dann anschließend wieder zurückzugehen und zu sagen, ich erkenne jetzt auch die Leerheit in den Dingen, in der Vielfalt meinetwegen. Also, wenn man strikt spricht, ist die Leerheit nicht in den Dingen, sondern um die Dinge. Ja. Oder, also Leerheit bedeutet, dass die Dinge abhängig sind von Bedingungen. Das kann ich natürlich auch sehen. Nur, wenn ich vorm Fernseher hocke, dann habe ich einfach nicht den notwendigen Abstand, dann bin ich einfach zu sehr da hineinverwickelt. Aber ich muss die an der Welt nichts verändern. Der Arahant kann Bäume Bäume und Berge Berge sein lassen und Flüsse Flüsse und hat trotzdem kein Problem damit. Aber wir haben ein Problem damit. Ja, ich frage deshalb, weil die meisten Leute heutzutage haben ja nicht die Möglichkeit, so zu leben wie damals zu Buddhas Zeiten. Und ich versuche halt irgendwie eine Möglichkeit zu finden, das auch so zu praktizieren in den Umständen, die ich vorfinde sozusagen. Also die Leerheit, auch die du abhebst in den Dingen, widerspricht der Leerheit nicht, von der Tametiko gesprochen hat. Im Gegensatz, die ergänzen sich. Und das war so ein Aspekt, wo ich, glaube ich, in meinem Vortrag so ein bisschen auch drauf abgehoben habe. Ne? So ein Ding ist halt eben leer von Beständigkeit, leer von der Möglichkeit, auf Dauer Freude zu bringen, leer von mein, leer von ich, leer von selbst. Also du kannst diese Leerheit hinsichtlich der Charakteristika allen von, also der Charakteristiken allen Daseins oder aller Daseinsformen kannst du genauso gut im Sinne der Leerheit anwenden. Ne? Und somit kannst du eben überall, wo du bist, nur warum der Buddha hingeht und diese Lehrrede gibt, ne, ist natürlich, um aufzuzeigen, dass man zunächst mal in der Lage sein muss, eine Sache leer von etwas wahrzunehmen. Ne? Weil wir eben darauf trainiert sind, Dinge wahrzunehmen. Wir sind nicht darauf trainiert, die Leerheit um die Dinge herum wahrzunehmen. Wenn ich durch ein geschäftiges Kaufhaus latsche, ne, und da irgendwie von einem Schaufenster, einem Schaufenster nach dem anderen, die Dinge mir in die Ohren und die Augen und die Nasen und den Mund springen und alle sagen, kauf mich, du brauchst mich, ne, dann brauche ich, ne, brauch ich, muss ich mich vorher geübt haben, um da irgendwie mit dem entsprechenden Gleichmut durchlaufen zu können und zu sagen können, ist alles leer. Oder so wie der schöne Spruch von Sokrates mit seinem Schüler, der über den Marktplatz gelaufen ist und sagte, ist das nicht wunderschön, all diese tausend Sachen auf diesem Marktplatz, die wir alle gar nicht brauchen. Also, aber man muss sich halt da in der Richtung trainieren. Dann sieht man natürlich die Leerheit in den Dingen. Ja klar, aber kann ich mich nicht auch zumindest teilweise trainieren? Ja, man kann versuchen, sich nicht so von den Dingen vereinnahmen zu lassen. Ne? So wie in einem Zyklon, wo man in der Mitte das Auge des Hurrikans, wo es ruhig ist, und ringsherum wirbelt alles, wenn man eben diesen Ort der Ruhe in sich selber gefunden hat. Ja. Es geht eben, es ist wirklich mehr ein geistiger Akt. Ja. Also klar, also kann mich erinnern, auf Leichenbegängnissen in Thailand gewesen zu sein, wo wirklich Tohu wa Bohu. Die Leute alle stockbesoffen und es geht drunter und drüber und die spielen mit ihren, weiß ich wie viel 1000 Watt Verstärkeranlagen rum und da kommt Musik und da kommt ein Dampfvortrag und das ist das Mikrofon, wo wir reinbrummen sollen. Und der sucht irgendwie ein gelbes Band zum Auslegen und die anderen sagen, nein, ein weißer Faden muss es sein und keiner achtet darauf, was wir jetzt hier machen sollen, irgendwie Glücksbringende oder irgendwelche Charts, die irgendwie einen Vorteil für wen auch immer haben sollen. Und da habe ich mal, also in solchen Situationen habe ich festgestellt, dass die Praxis in solche Situationen hinübergetragen werden kann. Aber die Praxis habe ich aus dem Wald mitgebracht. Und da ging alles ringsrum
Und ich sagte dann zu Ajahn Tong Deng hinterher, es ist schon interessant, wie gelassen man in sowas bleiben kann. Ich musste gar nichts weiter erklären, weil ihm ging es ja ähnlich. Und er sagte, ja, aber nicht jeden Tag hingehen. Also, das ist eigentlich mehr das Umgekehrte, ne? Das, oder, ja, wenn ich früher auf Deutschlandbesuch gekommen bin, oder wenn ich aus Asien zurückgekommen bin, habe ich immer so einen Kulturschock in Frankfurt erlebt. Und als ich das erste Mal als Mönch zurückgekommen bin, blieb das aus. Dachte ich, oh, Frankfurt ist eine ganz nette Stadt geworden. Aber an der Stadt hat sich nichts geändert. Das hat sich nur an meiner Einstellung was dazu geändert. Aber diese Einstellung oder diese innere Haltung im Wirbel erstmal hervorzubringen, ist schon sehr schwer, ne? Ja, das ist schwer. Also da, was natürlich hilft, ist, sich seine Auszeiten zu reservieren, morgens und abends. Mhm. Der innere Wald auf dem Meditationskissen und dann vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr auf Retreat zu gehen, wobei es nicht unbedingt jetzt darum geht, jetzt ein strenges Schweigeretreat zu haben, sondern mehr dieses innere Schweigen, dieses Abstand nehmen von den Dingen und Verpflichtungen, die man so im Alltag hat. Mhm. Und dann gestärkt zurückkehren. Aber ich meine, man kann sich ja auch mit der entsprechenden Entscheidung auch im täglichen Alltag so kleine Aufgaben stellen. Dass man einfach trainiert, seine Aufmerksamkeit, seine Wahrnehmung auf Dinge zu richten oder auf Aspekte der Dinge zu richten, auf die wir normalerweise unsere Aufmerksamkeit nicht richten. Das ja auch eine Form von Training ist. Also ich habe das ganz bewusst oft gemacht, als ich gerade in Australien, wenn ich da in die Stadt dann nach Perth gegangen bin und gehen musste, um irgendwas zu besorgen fürs Kloster. Und einfach so, du gehst so über diese Mall, ne, diese geschäftige Straße mit Straßenmusikanten und die ganze alte Sanya, die ganzen alten Erinnerungen, ne, die normalerweise hochgekommen wären, irgendwie so Szene und all diese Sachen eben halt, ne, die sind halt da. Und normalerweise ist sofort die Assoziation, all die alten Verknüpfungen, Verbindungen sind da und ruckzuck denkt der Geist in seinen ganz normalen Bahnen. Wenn du dir aber vorher sagst, okay, ich betrete jetzt diese Mall und ich werde jetzt ganz bewusst auf den Raum zwischen den Leuten achten und nicht auf die Leute. So einfach so als Trick, als Aufgabe irgendwie so. Das muss man sich aber vorher stellen, die Aufgabe, weil sonst fällt der Geist wieder in den normalen Schienen. Und sagst du dir vorher, okay, jetzt für diese halbe Stunde, die ich jetzt da hingehe, ich gucke jetzt in keine Gesichter, ich gucke jetzt auf keine Dinge, ich gucke jetzt auf den Raum zwischen den Dingen. Und so merkt man dann plötzlich, dass mit dieser Aufgabestellung man sich auch trainieren kann. Und dann kannst du das gleiche Prinzip auf alles andere auch anwenden. Weil jedes Ding oder jedes Phänomen oder jede Situation, jede Person, jedes Gefühl hat nicht nur die Aspekte, die wir normalerweise darin sehen, sondern hat tausend andere Aspekte, nur die sehen wir nicht. Und das ist halt eben einfach eine Übungssache, dass man sich da in der Richtung trainiert. Und man muss sich natürlich vor die Aufgabe stellen, weil sonst... Dann gibt es natürlich im Leben, als im Haushälterleben ein paar Panchamaschinen, ne? Und also die Weltausbreitungsmaschinen, und dann kann ich sagen... Das Feld meiner Wahrnehmung ist leer von einem Fernseher. Hilft schon enorm. Ja. Internet wirklich mit Disziplin, Selbstdisziplin benutzen. Hier, da habe ich 5 Minuten gesucht, habe ich bei Wikipedia gefunden, was da an interessanten Sachen auf der Seite war, wo dieses Bild drauf war. Ich habe einfach 2 Stunden surfen. den Abstieg in die Leerheit gemacht. Das war so ein rotes Kästchen mit einem X rechts oben drauf gedrückt. Genau. In dem letzten Sutta, der so kleine Lehrrede von der Leerheit, da steckt ja auch so eine essentielle Anleitung drinnen, wie man vorgehen soll. Ne? Ich meine, da aus der Erkenntnis, wie der Geist funktioniert, gibt er so eine Guideline. Ne? Zum Beispiel, ich habe eine Einkaufsliste, ich habe Karotten, Kartoffeln, Äpfel, Birnen, Banane. Jetzt
gehe ich in den Laden und weiß, ich habe 5 Sachen gehabt und irgendeins habe ich vergessen. Ne? Und dann grenzt du das ein. Du kannst dich nicht an das erinnern, was nicht da ist, weil du hast es vergessen. Dann ist er weg. Aber dann gehst du halt durch, weil ich hatte Karotten, Kartoffeln, ne? Und dann kommst du auf das, was fehlt. Und er gibt es die umgekehrte Beschreibung, indem er sagt, okay, was ist jetzt hier die Störung? Ne? Du bist jetzt irgendwo in dieser Businessstraße und bist total gestresst und sagst, was stört mich jetzt, was stresst mich? Ne? Und dann, wenn du feststellst, was stört, der Sound, der Krach, dann kannst du erstmal den Entschluss fassen oder dir die Aufgabe, oder im Geist die Aufgabe geben, ich möchte weg von dieser Störung. Ja, also gehst du zum Beispiel in Richtung Wald oder Park oder wie auch immer, ne? Das ist dann der nächste Schritt. Und von da aus wieder, ja gut, aber da zwitschern immer noch Vögel und so, ne? Wie gehe ich weiter? Ja, also weil du halt einfach, weil es zu abstrakt ist zu sagen, okay, ich meditiere jetzt, dann ist gar nichts mehr da, ne? Aber halt einfach diese schrittweise, okay, jetzt feststellen zuerst, was ist da, und dann das ist ja loslassen, ne? Das ist ja dann auch sozusagen die Beschreibung von loslassen. Sag du versuchst zu erfassen, was ist das Gröbste, und das versuche jetzt einfach mal nicht mehr vielleicht ignorieren oder wie auch immer, und vielleicht mit rum. Nee, die Aufmerksamkeit davon bewusst ablenken. Ja, genau. Und das kann, das, also ich fand das immer gut, ich kann mich erinnern, in Perth, das habe ich glaube ich sogar auch in dem Talk gesagt, weil irgendwie ziemlich bei mir noch als Erinnerung drin ist, da war an dieser Sonntagnachmittagsmeditation in so einem City Center in Perth, da waren immer nebenan Kids, die haben Basketball gespielt, ne? Dumm, 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 dumm. Und ich meine, jetzt versuch mal zu meditieren und die Kids sind da nebenan irgendwie mit dem Basketball dabei, ne? Aber weil das halt eine ganz kristallklare Sache war, ne? Die du im Geist rausfiltern konntest, ne? Wenn du die Aufmerksamkeit auf den Basketball richtest, bleibt der Basketball da. Bis ans Ende aller Tage. Wenn du aber ganz bewusst deine Aufmerksamkeit davon wegnimmst, weil du die Gefahr in dem Basketball, beziehungsweise weil du die Störung in dem Basketball siehst, ne, richtest du deine Aufmerksamkeit eben halt nicht mehr auf den Basketball und nimmst dir ein anderes Feld der Wahrnehmung, was angenehmer ist, was reiner ist, was schöner ist, was friedvoller ist. Ne? Und weil der Geist erkannt hat, das ist eine Störung, ne? Das ist grob, das ist bedingt entstanden, das ist gestaltet, ne? Genau nach dem gleichen Prinzip, nach dem gleichen Schema, ne? Filterst du einfach den Basketball raus und richtest deine Aufmerksamkeit auf ein anderes Objekt, was da natürlich auch ein Objekt sein muss, wo der Geist Spaß dran hat. Sei es zum Beispiel der Atem oder irgendwas. Und in dem, aber nur in dieser Erkenntnis, dass du diese beiden Sachen hast. Du hast das eine, du hast das andere, das Grobe und du hast das Feine. Dann hat der Geist viel mehr Energie, sich von dem Groben abzuwenden und sich dem Feinen hinzuwenden. Und ich habe interessanterweise festgestellt, bei solchen, diese Situation jetzt nur als Beispiel genannt, in Situationen, auch wie Tametico eben genannt hat, wo die Situation schwierig scheint, ne, weil dann nämlich gerade die All-Night-Movies haben im Dorf neben dem Kloster. Ne, die haben dann diese riesen Lautsprechertürme aufgebaut und eine riesen Leinwand, so wie früher unsere Autokinos so in dem Stil, und haben dann die ganze Nacht irgendwie Blue-Movies und ab 2 Uhr Blue-Movies. Ne, und dann irgendwie das Gestöhne bis morgens 3, 4, 5 Uhr. Ne, und du kannst das aber ausstellen, du kannst das abschalten. Aber nur wenn du das abschalten, wenn du die Gefahr bzw. die wirkliche Störung dieser Sache erkennst und dir ein Objekt auswählst, was feiner, was angenehmer ist und der Geist sich voll darauf einlässt. Kann man das nicht aber auch genauso erreichen, wenn ich die Sache wie den Basketball, wenn ich da richtig reingehe quasi und das. Wenn du reingehst, bleibt der Basketball Basketball. Die Sache, der du Aufmerksamkeit widmest, expandiert und wird größer. Wenn du einem schönen Objekt Aufmerksamkeit widmest, wird es zu Gier, zu Lust. Wenn du einem hässlichen Aspekt deine Aufmerksamkeit schenkst, wird dieser hässliche Aspekt, dreht sich aus, wird zu Aversion, Hass und Abneigung und so weiter. Die einzige Möglichkeit, und vielleicht ist das, worauf du anspielst, aber dazu brauchst du dann halt eben den Aspekt der Weisheit, ne, den die meisten von uns eben überhaupt noch nicht haben. Das heißt, du guckst dir die Sache an und siehst sie im Sinne von vergänglich, leidvoll und nicht selbst.
Ja, und der Geist wendet sich darüber eben davon ab. Und das ist halt oftmals schwieriger. Und so wie er das jetzt vielleicht darstellt, ist es vielleicht tiefer reingehen, ne? Wenn der Basketball macht plopp, 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 plopp. Ne? Und du kannst dann einfach die Konzentration umlenken und du gehst zwischen das Plopp und da ist nichts. Also das ist ähnlich, wie wenn man zum Beispiel Schmerz hat. Ja, das ist dann Schmerz kann man ja auch Prinzip, so reingehen. Wovon ich geredet habe. Ne? Ja, das ist ja auch ein Aspekt, der dazwischen liegt. Irgendwo. Du gehst ja nicht auf das. Also würde ich so sehen. Also eigentlich mehr so auf das Raumprinzip. Ja, so Schmerz oder sowas, wenn man einen Beinschmerz hat und man geht dann, man schaut bewusst hin und versucht zwischen reinzuschauen, dass er sich dann verändert oder auch auflöst. Ne? So mehr dieses, weil weggehen ist dann so wie, da drüben ist der Basketball und ich gehe jetzt weg. Ne? Man kann weggehen. Ja, der geht ja nicht weg, der verändert sich ja nur. Was man schon trainieren kann, ist die Reaktion da drauf. Also du kannst nicht, wenn das ein unangenehmes Geräusch ist, kannst du nicht sagen, so, ich betrachte das jetzt von höherer Warte und plötzlich wird es ein angenehmes Geräusch. Das wird es nicht. Die Wedernase. Doch, es geht auch. Ich rede jetzt von normalen Menschen. Aber was du machen kannst mit einer gewissen Übung ist, dass du sagst, wie schmerzt meine Reaktion da drauf? Wenn ich mich ärgere, wie schmerzt das? Und dann den Ärger loslassen. Aber deswegen bleibt das Ploppen immer noch da und okay, die Sitzung ist dann für Weisheitsentfaltung gut, aber nicht für Geisteswohl gut. Also ich glaube, ich weiß vielleicht, worauf du abhebst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, du musst diese Sache akzeptieren. Genau, du kannst sie nicht wegschieben. Du kannst den Basketball nicht wegschieben. Das geht nicht. Mhm. Das ist absolut ausgeschlossen. Ja. Du musst diesen Basketball voll und ganz akzeptieren. Das war das Gleiche. Die hatten einmal eine Techno-Party irgendwie ein paar Häuser weiter. Auch in Perth, das fing dann irgendwie so ein bisschen später nachmittags irgendwo an. So die ersten Versuche von den DJs. Und da habe ich halt auch, aber weil ich habe mir dann Spaß draus gemacht. Ne, oder weil ich wusste halt, das ist fast unmöglich, das auszuschalten. Ne? Aber in dem Moment, wo du das wirklich komplett annimmst, ne, und all diese Aversion ausschaltest, ne, aber dann irgendwann musst du dich abwenden. Dann heißt, irgendwann siehst du die Gefahr darin und wendest dich zu was anderem und dann verschwindet das Objekt. Ne? Solange du bei dem Objekt bleibst, kannst du ja nicht verschwinden. Ne, du musst dich schon irgendwann abwenden, aber du musst es erstmal akzeptieren, das ist sehr wichtig. Quasi abhaken im Kopf und dann sagen, okay. Ja, die ganze Reaktion, mögen, nicht mögen. Ne, die ganze Bandbreite von Reaktion zu dem Basketball oder zu der Techno-Party, da musst du mit im Frieden sein. Mhm. Weder angenehm noch unangenehm noch überhaupt Interesse komplett abwenden. Mhm. Aber um das Interesse abzuwenden, musst du es erstmal annehmen können oder akzeptieren. Das heißt, das gröbste Hindernis ist immer die Aversion. Hinwendung. Mögen. Die beiden. Also bei mir ist immer die Grenze bei Musik. Das sind halt einfach Konditionierungen, die man auch nicht außer Acht lassen darf. Wenn draußen jemand mit der Kreissäge arbeitet, kann ich irgendwie loslassen. Aber Musik, als ehemaliger Musiker, da kommen Erinnerungen hoch, dann plötzlich geht der Geist spazieren an irgendwelche Sessions, die früher mal gelaufen sind und dann wird es irgendwie schon langsam ein bisschen blöd, ne? Weil ich eigentlich Mönch geworden bin, um damit nichts mehr zu tun zu haben. Ja, da schaffe ich es nicht irgendwie, da muss ich dann einfach Kaya Viveka, körperliche Abgeschiedenheit suchen. Ich meine, wenn es nicht geht, bringt es nichts, sich drüber aufzuregen, dann muss ich es halt annehmen. Wenn es Techno ist, umso schlimmer. Aber nach Möglichkeit doch, dann versuchen die ein anderes Umfeld zu finden. Techno-Fans hier. Ich hatte mir gegen Techno. Ja, ich bin mal umgezogen und dachte, ja, jetzt ziehst du um, weil dort war es zu laut, dachte ich. Aber dann war es noch lauter in der anderen Wohnung. Und dann war ich quasi gezwungen, mich mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Also es war Autolärm, der mich immer stört. Und das war es eigentlich noch lauter. Und mich stören auch Nachbarn, die Krach machen irgendwie. Und die Nachbarn waren als schon vorhanden und haben auch Krach gemacht.
Also das war vorher leiser als dann später und dadurch, ich betrachte es absolut als ich bin sehr dankbar für diese Sache, weil das hat mich quasi gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen und ich habe es mittlerweile ganz gut geschafft, das zu verwandeln und ist noch nicht ganz weg, aber es ist wesentlich besser als früher. Also wäre ich da geflüchtet sozusagen, hätte mich dem entzogen, wäre das nie passiert, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und das betrachte ich im Nachhinein als äußerst heilsam, diese Entwicklung. Ich gehe nicht davon aus, wie wahrscheinlich die meisten, dass es Zufälle gibt. Also insofern ist das eine ganz, ganz nützliche Sache gewesen im Nachhinein. Musst du weit fahren? Ja. 60 Kilometer ungefähr. Ja, es geht. Kommt öfter mal hierher. Wir haben nur bei Ostwind hört man die Autobahn, am Sonntag hört man den Fußballplatz, einmal am Tag kommt der laute Motorradfahrer. Und wenn kein Wind geht, hört man die Flugzeuge. Also, nee, also ist perfekt hier. Alles ist relativ, ne? Ja, es passt schon. Naja. Ich komme auch öfter mal jetzt. Auf jeden Fall. Ich habe gedacht, Mensch, hier ist es manchmal ganz schön laut. Und dann bin ich nach Thailand gekommen. Und ich habe dort Orte gefunden, wo man keine Flugzeuge hört und wo es wirklich total leise war. Aber die normalen Waldklöster, meine Güte, so wie Ajahn sagte, da... Isan ist noch schlimmer, da haben die wirklich die ganze Nacht durch. Im Norden, die machen ja nur bis um 10 oder 11. Nee, Isan ist... Chiang Mai, die sind ja richtig brav, ne? Ja. Chiang Mai auch, oder? Ja. Aber in Isan wirklich die ganze Nacht bis zum Morgengrauen. Bis zum Binderbad. Ja. Und das schlechte Glück habe ich bei einem Kloster in Chiang Mai. Daneben war ein Mann, Isan, nicht dazu gezogen sind. Und der hat genau nur die Nacht gemacht. Ja, bei Ajahn Chah Dang ist es leiser geworden. Die Karaoke-Bar, die hat pleite gemacht. So, wenn das Feld der Anwesenden leer von Fragen ist. Ich hätte eine Frage. Und zwar kann man die Lehre auch als Fülle bezeichnen? Die Lehre mit 2e? Ja, die Lehre. Ja, genau. Von der Lehre, die du gesprochen hast, auch als Fülle zu bezeichnen. Ja, ja, die im Zen zum Beispiel sagen die Leerheit ist die Fülle, aus der die 10.000 Dinge entstehen, weil ja die Lehre allgemeiner ist als die speziellen Dinge, aber Bedingungen sind dafür, dass die Dinge als Dinge überhaupt existieren. Insofern kann man sie auch als Fülle bezeichnen oder als Urquell. Nur das Problem ist halt, dass das, was um die Dinge herum ist, wieder etwas hat, was sie bedingt. Es gibt da keinen letzten Urgrund oder so, wie eben diese Idee nahelegt. Aber ja, kann man durchaus als Fülle bezeichnen. Aber die Richtung ist halt die Verzweigung. Ja, und was steht hinter der Lehre? Beziehungsweise hinter der Fülle. Wenn man jetzt zum Beispiel das Blatt Papier anguckt, dann kann man jetzt die Vase sehen, die dadurch entsteht, dass links und rechts eben die schwarzen Flecken sind oder umgekehrt. Ich sehe die Gesichter und die Vase ist die Leere dann quasi. Mhm. Aber bedingt nicht eigentlich das Blatt Papier, was dahinter steht, beides. Jetzt hast du natürlich eine andere Ebene eingenommen. Ja. Dann kannst du genauso sagen, noch leerer als das Blatt Papier ist die Sonne. Denn ohne Sonne gibt es keine Bäume und kein Papier. Aber das bewegt sich alles immer noch auf der gleichen Ebene, was das Erleben angeht. Das ist alles noch im Bereich der Sinne, der Unterscheidung, des Unterscheiden treffen, abgrenzen. Und vom rein emotional sich davon abzuwenden und die Power, das Glück, was durch einen gestillten, ruhenden Geist, der eben nicht mehr abgrenzt, nicht mehr unterscheidet, kein Gefälle mehr ausgleichen muss. Auf Thai sagt man Im Jai, ein sattes Herz, ein gefülltes Herz. Also Piti heißt auf Thai ein gefülltes Herz. Das ist eine Fülle in gewisser Weise. Ja. Oder man kann auch anders sagen, die Leute, die eben je mehr du brauchst, je mehr du abhängig
bist, je mehr du versklavt bist von 10.000 Dingen, desto leerer ist dann dein Leben. Ja? Eigentlich voll mit Dingen, aber innerlich irgendwie leer. Also so kann man es natürlich auch betrachten. Ich kann mich erinnern, mal saß ich im Flugzeug und das war neben mir einer. Also ich saß halt so und habe versucht, so Körperempfindungen und so betrachtet. Und der hat innerhalb von 10 Minuten hatte der Computerspiele auf seinem Laptop durch, sein iPod irgendwie und alles nur ein Magazin kurz durchgeblättert, überhaupt nichts richtig zur Kenntnis genommen. Also da musste nur ständig ein neuer Input da sein. Aber letztendlich war da nur eine Sinnlehre, ja. Das war irgendwie sehr, sehr traurig irgendwie, diese Unruhe. Oder wie man auch sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Da ist eine, in gewisser Weise eine Fülle drin, ja. Oder Leute, die sich nicht mehr identifizieren mit ihrem Körper oder mit dem Erleben. Die sind voll da. Die sind voll präsent. Die sind 100% da. Also so kann man auch sagen, es ist eine Fülle. Aber das Wort Leere, wie ich eingangs sagte, es hat so ein bisschen was, das berührt uns irgendwie, ne? Einerseits positiv, ne? Nichts ist da, worüber es sich lohnt, dass man sich aufregt. Aber auch so eine Angst. Um Gottes Willen, nichts ist da, worüber man sich aufregen kann. Wie langweilig. Wir sagen ja auch, die Abwesenheit, oder Sartre hat eben diese Leere als nichts bezeichnet, oder wenn wir sagen Abwesenheit, dann sagen wir auch auf nichts, auch obwohl dann etwas anderes da ist. Ne? Mhm. Zum Beispiel, meine Mutter sagt, hast du den ganzen Kuchen weggegessen? Dann könnte ich sagen, Mei, werte Mutter, meine Handlung war leer von Kuchen wegessen. Aber ich normalerweise sage, ich habe nichts gemacht. Obwohl ich natürlich irgendwas gemacht habe. Aber dieses Nichts in Bezug auf Kuchen wegessen. Also Leere und Nichts, das ist so eine Assoziation, die sehr nahe liegt. Aber eigentlich ist Leere nicht nichts. Sondern nur Abwesenheit. Oder Bedingung. Leere aber. Ja. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadin Svagato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami.